Willkommen zurück, Leute, bei Professor Layton und die Maske der Wunder. Im letzten Part wurde Dalston freigelassen, weil seine Unschuld bewiesen wurde. Und Professor Layton hatte eines Geistesblitz. Einen. Und diesem wollen wir jetzt mal nachgehen und müssen deswegen auf... zum Tropfenturm nochmal. Alles sieht genauso aus wie letzte Nacht. Und es ist noch immer stockdunkel. Ich kann kaum meine Fußspitzen sehen. Ja, es scheint kein einziger Lichtstrahl in dieses Gebäude hereinzudringen. Professor, und was machen wir jetzt? Aha, genau wie ich vermutet habe. Unser Täter scheut wirklich weder Kosten noch Mühen, um seine Verfolger in die Irre zu führen. Meine Stimme versagt. Was meinen Sie damit? Sehr gerissen. Als all unsere Aufmerksamkeit auf den maskierten Gentleman gerichtet war, drehte sich der Boden mit uns. Wird einem da nicht bockig schlecht? Was? Ich verwette meinen Zylinder darauf, dass sich hinter jener Tür eine exakte Replika des Vergnügungsparks befindet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist so einfach wie absurd. Wer würde jemals einen zweiten Vergnügungspark vermuten? Ich, weil ich hab das schon gesagt, wisst ihr noch? Nur es war halt eine drehende Scheibe und kein Aufzug, so wie bei Dingsbums da. Ihr wisst schon, nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, wie man einen sich drehenden Boden verstecken kann, aber ein zweiter Park würde doch auffallen. Dieser Park war also die ganze Zeit menschenleer. Sieht so aus. Kommt, wir kehren wieder zurück in den richtigen Park. Aber warum hat ihn echt davor niemand entdeckt? Der maskierte Gentleman nutzte die Dunkelheit im Tropfenturm, um uns mit Hilfe eines ausgeklügelten Drehbodens zu einer exakten Replik der Gruselkirmes zu führen. So machte er uns glauben, alle Parkbesucher seien verschwunden. Der Plan war so simpel wie extravagant. Der maskierte Gentleman scheint wahrlich keine Mühen. Ja, aber wer ist er denn jetzt, der maskierte Gentleman? Oh, einer streamt. Besuche nach weiteren Hinweisen. Ja, und wo bitte? Witzlos. Wie schön, Sie zu sehen. Sie werden nicht glauben, welche interessante Nachricht mir zu Ohren gekommen ist. Ja, dann sag sie mir doch bitte. Na, wusste ich doch, dass ich ihr Interesse geweckt habe. Ach, du bist der Buchhalter. Genau, ich kann mich erinnern. Aber von nichts kommt nichts. Haha, hier geht es ums Geschäft. Oha. Mal sehen. Oh ja, Sie könnten für mich dieses Rätsel lösen. Dann sind wir quitt. Das ist es wert. Okay. Lösen wir das Rätsel. Norden, Süden, Osten, Westen. Ein Mädchen sitzt in einem Kaffeetassenkarussell. Auf einer runden Platte befinden sich vier Untertassen. Auf jeder von diesen befinden sich wiederum vier Tassen, in denen die Passagiere sitzen. Wie originell. Ja, halt. Teetassenkarussell. Ganz normal. Platte, Untertassen und Tassen drehen sich jeweils für 20 Sekunden einmal im Fallrichtung um die eigene Achse. Wenn das Mädchen anfangs Richtung Osten sitzt, in welcher Himmelssonne 15 Sekunden zugewandt? Okay. Also, sie dreht sich erstmal bis hier. Dann würde sie hier sitzen. Und weiterhin nach da gucken. Das passt ja aber nicht. Nicht wahr? Das Dings da dreht sich so rum. Wenn sie hier sitzt... Hier sitzt, dann sitzt sie danach hier. Und wenn sich die eigene Tasse auch noch dreht, dann schaut sie erst nach da. Nee, warte mal, schaut sie gar nicht. Wenn sich das große Ding dreht, also wenn sich das große Ding dreht, schaut sie nach. Unten links. Dann schaut sie nach oben.
Aber das Ding dreht sich ja auch. Sie sitzt hier und schaut nach oben. Aber das Ding dreht sich auch. Dann schaut sie nach rechts, nach unten, nach links. Und weil sich aber die eigene Tasse auch noch dreht, schaut sie nach Süden. Dann wollen wir mal sehen. Eine famose Rätselaufgabe. Ja, nicht wahr? Ja, richtig. Man kann es ausrechnen. Wow. Wirklich ausgezeichnet. Jetzt komme ich nicht umhin, Ihnen jedes aufregende Detail zu erzählen. Ja, so war es abgemacht. Nun, Herr Ledors Reichtum hat sich fast schon ins Unermessliche gesteigert. Er arbeitet sich in der weltweiten Liste der Superreichen immer weiter an die Spitze vor. Seit Herr Dalton in Polizeigewahrsam war, strömen mehr und mehr Kunden in die Häuser Herrn Ledors. Inzwischen kann man fast schon sagen, dass die ganze Stadt ihm gehört. Herr Ledor hat von der Festnahme definitiv profitiert, das belegen die Zahlen. Professor, das macht Herrn Ledor aber sehr verdächtig. Schließlich hat er Herrn Dalton niemals, damals selbst beschuldigt. Da hast du recht, Luke. Murphy, wissen Sie zufällig, wer den Vergnügungspark finanziert hat? Waren es die gleichen Investoren, die auch den Bau überwachten? Sozusagen, also, ich will ja nicht zu viel verraten, aber das war alles Herr Ledor. Er ist derjenige, der jedes einzelne Bauprojekt genehmigen muss. Ständig steckt er Geld in neue Projekte, aber der maskierte Gentleman macht ihm schon zu schaffen. Entschuldigung. Was war das denn? Das war irgendwie ein gleichzeitiges Husten und Schlucken und dann... Es ist irgendwie in der Mitte stecken geblieben. Bei all seinen Geschäftsexpansionen wäre es sehr schlecht für ihn, wenn plötzlich die Touristen ausblieben. Ah, was denn? So spät schon? Und dabei habe ich genug Arbeit für drei. Zahlen warten nicht, wir sehen uns noch. Und reden tut er auch für drei. Mit der Verschwiegenheit nimmt er es jedenfalls nicht so genau. Ledor gibt also viel Geld für seine Projekte aus. Mhm. Murphy zufolge schon. Ich würde aber trotzdem gerne Henry persönlich fragen, wie viel davon wahr ist. Gute Idee, Professor. Besuchen wir ihn doch in seiner Villa. Der Move gerade von Duxo bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Eine Episode. Ich mag Episoden. Ach, das wisst ihr ja schon, nicht wahr? Unerwünschte Plauderei. Henrys Angestellte treffen sich. Aha, aha. Muss ich wieder voll viel lesen, ne? Also, bei sowas kringeln sich mir die Haare. Was zu viel ist, ist zu viel. Murphy soll gefälligst sein loses Mundwerk halten. Er ist ja schlimmer als ein Marktschreier. Die Lage ist ernst, Leute. Wenn er so weitermacht, weiß bald die ganze Stadt über unsere Finanzen Bescheid. Einem Gast hat er sogar die Einnahmen des Hotels in den letzten 5 Jahren verraten. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mann ist mein Buchhalter. Eigentlich sollte er Stillschweigen über mein Geschäft bewahren, oder? Aber dann kommt der Mordor daher und plaudert ganz locker mit mir über meine Einnahmen. Das ist doch ein Skandal. Ich sage, wir beschweren uns bei Henry Ledor über Murphy. Moment, Moment. Nicht, dass ich kneifen will, aber... Ich hörte, dass Murphy Herrn Ledor beim Bau des Reunion sehr geholfen haben soll. Und dass Montedor ohne Murphys Unterstützung nicht die Stadt wäre, die sie heute ist. Schwachsinn! Wir können hier streiten, bis wir blau anlaufen. Irgendwas muss gegen Murphy unternommen werden. Und das mit der Stadt klingt recht einleuchtend. Murphy mag schnattern wie ein Ganter, aber loyal ist er. Loyal oder berechnend? Ist ja auch egal. Jetzt, da Montedor eine blühende Stadt, das gibt es für Murphy hier sowieso nichts mehr zu tun. Henry fühlt sich ihm gegenüber wohl einfach verpflichtet. Daher hat Murphy auch immer noch seinen Posten. Kann sein, aber wenn wir ihm sagen, dass... Guten Abend, die Herren. Ach, da bin ich ja wohl schon wieder zu spät dran. Ich bin untröstlich. Na, dann wollen wir mal was. Die Bücher warten nicht, habe ich recht? Ach, und ich habe gerade den Umsatz unseren guten Dalton ausgerechnet.
Also seine Arme können sich wirklich sehen lassen. Alle Wetter. Besonders im letzten Monat. Er hat viel aufgegeben, um den Zirkus hierher zu bestellen. Und es hat sich für ihn gelohnt. Famos, welch ein Cup. Dann werdet ihr euch wohl ganz schön ins Zeug legen müssen, wie? Aber genug geplaudert. Ich bin mal weg. Hä, was? Na dann. Vielleicht sollten wir uns Murphy doch lieber warm halten. Warm halten? Aha, aha. Was geht denn da bei diesen Angestellten? Eine Kuriosität, wo? Ich habe eine Kuriosität übersehen. Die will ich haben. Das war sie schon mal nicht. Wo denn? Ich muss sie finden. Es ist überlebenswichtig für mich. Ah. Ein Hauptgewinn. Toll. Danke, Hase. Du bist super toll. Das Häschentheater ist auch so süß, ne? Du. Na, Herr Nordmann? Bonnie? Heißt sie überhaupt Bonnie? Ich glaube wohl. Na, Bonnies Mom und Typ, der auf Emmy steht. Naomi? Hallo, Henry. Angela. Wie kommst du voran, Herschel? Ich fürchte langsam, wir erwischen den maskierten Gentleman nie. Wenn wir doch nur die Maske der Ordnung finden könnten, von der er sprach. Sie würde sicher helfen. Wisst ihr, was ich glaube? Jetzt mal so ganz, was mir gerade so eingefallen ist, so, ich weiß nicht, ich kenne das Spiel ja nicht. Aber so langsam habe ich den Verdacht, dass die Maske des Chaos und die Maske der Ordnung ein und dieselbe Maske sein könnten. Ähnlich wie bei Wumbo und Minnie, wisst ihr, von SpongeBob und so. Ich bin mir nicht sicher, dass wir den Worten des maskierten Gentlemen so unbesehen Glauben schenken sollten. Aber selbst Rutledge schrieb doch schon über die Maske der Ordnung. Sicher hast du das auch gelesen. Nun, ich habe gelesen, dass die Maske des Chaos und die Maske der Ordnung ein Paar sind. Es ist schon möglich, dass man die Kräfte der einen mit denen der anderen ausgleichen kann, aber... Na, die Polizei wird den maskierten Gentleman jedenfalls nicht in der nahen Zukunft dingfest machen. Wenn wir die Stadt retten wollen, müssen wir diese Maske auf eigene Faust finden. Henry hat sie damals gewiss aus den Ruinen mitgebracht und wenn er behauptet, er hätte sie nicht... Ich denke, Henry verheimlicht etwas. Sogar vor dir. Entweder das oder... Angela, wo ist eigentlich dein Anhänger? Anhänger? Oh, ach der. Den muss ich wohl verloren haben. Vielleicht ist das Band gerissen. Ich weiß es nicht mehr. Ach, der war sowieso schon alt. Ich wollte mir längst einen neuen kaufen. Mhm, verstehe. Tu das. Ich hätte gerne noch kurz mit Henry gesprochen, falls er da ist. Ja, er ist in seinem Arbeitszimmer. Vielen Dank. Hallo. Layton. Ach nein, ich sollte dich jetzt wohl mit Herr Professor anreden, oder? Was kann ich für euch tun? Henry, ich hätte ein paar Fragen zu den gestrigen Ereignissen. Ich habe mit der Polizei schon alles besprochen. Sie ermitteln bereits. Das ist gut, aber wir stellen eigene Nachforschungen an. Wir haben einen exakten Nachbau des Vergnügungsparks gefunden, gleich hinter dem Original gelegen. Wie bitte? Der Tropfenturm wurde mit einem Drehboden versehen. So sind wir, ohne es zu merken, durch eine andere Tür hinausgegangen. Da es im Turm völlig dunkel war, war es nicht schwer, uns auszutricksen. Wir waren so darauf konzentriert, dem maskierten Gentleman hinterherzujagen, dass wir direkt in seine Falle tappten. Das ist schwer vorstellbar. Außerdem wird in dieser Stadt nichts ohne meine schriftliche Erlaubnis gebaut.
Ja, genau dazu wollte ich dich befragen. Wir haben gehört, dass du in letzter Zeit viel Geld in den Ausbau der Stadt investiert hast. Es kommt mir seltsam vor, dass du in so unsicheren Zeiten so viel Geld für Bauprojekte ausgibst. Wäre es nicht logischer, damit zu warten, bis der maskierte Gentleman gefasst und die Stadt wieder sicher ist? Bei allem Respekt. Ich sehe keinen Grund, mich rechtfertigen zu müssen. Montador befindet sich unter meiner Aufsicht und ich tue das, was ich für das Beste halte. Dessen bin ich mir bewusst, Henry. Ich wollte dein Urteilsvermögen auch nicht in Frage stellen. Aber für meine Ermittlungen benötige ich nun mal so viele Informationen wie nur irgend möglich. Also gut, ich will den Ermittlungen nicht im Wege stehen. Die meisten Angestellten der Stadt werden kooperieren, wenn ihr angibt, in meinem Auftrag zu handeln. Mehr kann ich nicht für euch tun und jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Selbstverständlich, danke, Henry. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ihr könnt euch gerne in meiner Abwesenheit hier umsehen. Wenn ihr etwas Nützliches findet, könnt ihr es auch gerne mitnehmen. Auf Wiedersehen. Dann sehen wir uns mal um, oder? Vielleicht gibt es Aufzeichnungen über den Bau des zweiten Vergnügungsparks. Oder über den maskierten Gentleman. Emmy hat recht, nehmen wir das Zimmer gründlich unter die Lupe, wenn es schon so ausdrücklich erlaubt ist. Wartet. Es gibt etwas Wichtiges, das wir berücksichtigen müssen. Henry verheimlicht uns etwas. Erst dachte ich, es hätte etwas mit dem maskierten Gentleman zu tun. Aber das war ein Trugschluss. Was meinen Sie denn, Professor? Wer bist du denn? Henry, bist du da? Oh, Gäste, Sie kommen mir bekannt vor, aber kennen wir uns? Sind Sie etwa... Du liebe Güte, wir müssen uns dringend unterhalten. Wo bist du denn? Sprich mit der alten Dame. Wir sprechen mit der alten Dame im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüss.